meine lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer spacigen Folge und infektiösen Folge in Dead Space. Jawohl. In der letzten Folge haben wir meinen Albtraum geschafft. Die Felsbrocken rasten auf uns zu und wir haben die mit der AA-Kanone kaputt geschossen. Und es ist uns sehr gut gelungen. Jetzt befinden wir uns hier schon mittlerweile in der medizinischen Anstalt der Ishumina Shimiwa. Fuck, wie heißt der Vogel? Warte, ich finde den gleich raus. Nein, können wir doch nicht rausfinden. Na egal. Sollen die infizierte Luft klären. So. Sollen die infizierte Luft wieder sauberer machen. Die Leute werden langsam nach und nach vergiftet. Das wird vermutlich passieren. Jo, können wir gießen. Dass hier ein anderer Vogel ist, der uns davon abhalten möchte, hier oben in dieser Station zu sein. So, um das nochmal vorzusetzen. Alter, habe ich mich erschrocken. Ich habe damit gerade echt nicht gerechnet, dass hier Aliens gerade vorbeikommen könnten. Oder Monster kommen könnten. Ich habe damit überhaupt gar nicht gerechnet. So was Doofes gerade, ne? Wir sind hier bei Dead Space und ich rechne nicht damit, dass da Monster kommen. Auch nicht übel. So. Oh, krieg hier gerade eine Stresspustel. Was ist er denn? Das war das Teil, was wir in den Helbweg hatten. Jetzt scheint es irgendwie ein Matschampaddel zu haben, was? Das ist ein Weg. Wann haben wir einen Knoten am Start? Ich glaube, ja, wir hatten einen Knoten, glaube ich, ne? Null Knoten, denn das ist alles irrelevant hier. Diese fette Sau, die hinten hängt, Alter. Hat er was gekotzt? Aui! Was ist denn das hier für eine Scheiße? Hör mal. Was ist denn das? Ah, warte mal, ich hab meine Fresse gesehen. Aua! Das wird mir alles hier zu bunt. Rückzug! Warte mal, wir hatten noch einen fetten Laser gehabt, ne? Wo war unser fetter Laser denn jetzt denn da? Eine Idee hätte ich noch. Ja, wie kann man dieses Scheißding? Wo ist das denn? Kann man das nicht bewegen? Ich habe gerade keine Idee, wie wir das Ding kaputt machen sollen. Wir haben damit alt schon drauf geschossen und das Ding ist unsterblich oder sowas in der Richtung. Ich dachte mit den Gravitationen. Also mit den. Das fliegt und dann. Hör auf mich zu schlagen!
gesagt, wir sind ziemlich scheiße drauf gerade. Hä? Das Ding kriegen wir voll nicht platt. Das nervt mich gerade voll. Wo müssen wir hin? Haha, genau dahin. Wir rushen da jetzt durch. Oh. Alter, das ist mal eben den Kopf abgehauen, wa? Wie brutal! Wie brutal! Wie kriegen wir den denn weg jetzt? Ich dachte, wir können das Ding in der Luft fangen oder so, könnten das Ding bewegen. Aber das ist wohl hier nicht so der Fall. Fuck, ey. Wie kriegen wir den Vogel denn weg? Voll der Bossgegner hier. Aber wir können noch mit dem Ding Dinge bewegen. Aber so ein Alien können wir nicht bewegen? Oh, werf das Ding doch dahin. Die Dinger explodieren ja selber, das ist auch der Hammer. Ich kann den nicht bewegen. Der hat solche Dinge unter den Armen. Okay, man muss also erst die Arme abschießen. Also er fasst seine Energie woanders her. Okay, geschnallt. Aua, sag mal. Ich wollte doch eigentlich mal meine Schranke rausziehen. Genau. Ich wäre super froh, wenn er sich überwegen würde. Ja, ja, Marsch da, Waldfeenmeister. Und schieß! Schieß! Der hat das überlebt jetzt, oder? Nee, der lebt nicht mehr. Boah, und explodieren tun sie auch noch, ne? Wir sind auf einer Krankenstation, haben wir nicht genügend Medis, Alter. Das ist auch nicht, natürlich nicht so schlecht, ne? So eine Viecher, die können an den Tag echt schon versauen hier, ne? Aber die geben mir erstmal 3000 Credits ab. Und erstmal drauf kommen, wie man die Dinger tötet, ne? Okay. Alter Schwede, Leute. Alter Schwede, sag ich mal. Ein heftiger Scheiß. Ich glaube, da sollten wir nicht durchknappen. Ich hab die soweit. Okay. Müssen wir da durchhören? Ach, das kann doch jetzt nicht so weit sein. Moment, nein. Okay, bleibt alles wieder. Du bist in der Nähe der Chemiestation. Sobald du die Chemikalien hast, brauchst du auch eine DNS-Probe des außerirdischen Gewebes. Ich werde die Aufzeichnungen mal diesbezüglich durchsehen. Aber die Monster sind heftig einfach, oder? Ich finde die sind ziemlich heftig, Alter. So gruselig, wie der am Schrein war, da. Da kriegt er sehr, da kriegst du ja Angst und Bange. Angst erst in Seele auf, hör mal. Aha, es geht nur hier längs. Alles klar. Dann mal los. Lastenaufzug. Ich bin schon so eine Last, ne? Oh, oh. Eine Bakari da. Die Verbakari, die da.
Wer hat die denn noch hier reingelegt? Da müssen wir gleich ran. Ist das eine Werkbank hier? Nee. Eine. Habe ich jetzt gar nicht so wirklich lesen können. Schade, weil ich so viel umgezappelt habe gerade. So, jede Wette, das Ding geht gleich auf und dann kommt. Deine Frage wird bearbeitet. Bitte warten. Mischung des Antigens beendet. Bitte Kapsel entnehmen. Da ist er ja. Ihr Kampf ums Überleben ist bewundernswert, aber sinnlos. Und doch machen sie weiter. Fast möchte ich glauben, wir hätten Hoffnung, unsere Spezies. Das ist der Arzt, ne? Bin ich der Einzige, der sehen kann, dass wir vor langer Zeit ausgestorben sind, es nur noch nicht akzeptieren konnten? Hören Sie auf, herumzulaufen, zu kämpfen. Unsere Zukunft, Ihre Zukunft, die Zukunft unserer sterbenden Rasse endet hier. Gestatten Sie mir, Ihnen die Nachkommen der Menschheit vorzustellen. Die Kinder, die uns ersetzen werden. Unsere größte Schöpfung. Das sind primitive Killermaschinen. Hallo? Merkt ihr doch was, was ich da kann? Ja, Digga, ehrlich. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Und immer heftiger, die Vögel, ne? Du kannst es nicht töten, Isaac. Es regeneriert sich immer wieder. Verschwinde doch bloß. Mach schon! Okay, lass uns schnell die scheiß Kapsel mitnehmen. Müssen wir nicht ran? Wie kommen wir denn hin? So. Mach die scheiß Tür auf! Ist da jemand? Wiederhole, Alter, komm! Kämpfer, ist da jemand? Kennen! Auf zum Henkerbahnstätten! Oh, das kann nicht dein Ernst sein! Ja, klar, Alter! Wo kommen wir noch alle her? Oh, Scheiße! Oh, Mann, doch! Ist da jemand? Hammond! Ja, ich hab die Hydrostation erreicht. Sieht übel aus für uns. Kann man atmen. Dieser organische Stoff wächst überall. Meine Augen brennen. Ich sehe Dinge. Warum gibt es jetzt Dinge, die nicht sterben können? Oh, Alter, ehrlich? Das ist total gruselig, Mann. Das Spiel wird immer heftiger irgendwie, ne? Haben wir keine Motivation dafür? Spacken! Alter. Ach, schön. Du musst jetzt eine DNS-Probe der Wucherung finden. Laut den Laborberichten wird eine inaktive Probe auf der Intensivstation gelagert. Ein Dr. Mercer hat offenbar damit experimentiert. Das Trampeln hört sich. Ich versuche die ganze Zeit schon Hammond anzufunken, bekomme aber nur Rauschen. Isaac, du musst dich beeilen. Okay. Wir sind hier fett am Arsch, Leute.
Das ist der verrückte Professor. Die erstaunt mich. Die klammern sich an den allerletzten Strohhalm und lassen einfach nicht los. Sie halten an dem fest, was einst ihre Welt war. Aber sie gehört jetzt den Kindern. Freuen sich über das Wissen, dass ihr Tod ihre Geburt bedeutet. Ja. Hören Sie es? Es kommt. Beten Sie. Geht die Tür hier wieder auf? Jetzt. Ah ja. Warum mache ich das jetzt? Alter Mann! Das ist scheiße. Irgendjemand fährt ständig die Türsteuerung runter. Ich habe das Schloss jetzt überbrückt. Los! Du scheiß Tür auf. Boah, ist gruselig. Digga, muss das denn so kacke sein, das Spiel? Hochspannung ohne Ende, das hält mein kleines Tom-G-Herz ja gar nicht mehr aus. Persönliches Logbuch von Dr. Chalice Mercer. Der Proband reagiert weiterhin positiv auf meine Experimente. Die Stärke und nicht zu vergessen, die Elastizität seiner Zellen ist bemerkenswert. Dr. Kein würde das sicher missfallen, aber ich erwarte dahingehend keine Probleme, da sich der gute Doktor mit dem Marker beschäftigt, als ob das jetzt doch was ausmacht. Er ist außerdem dem gleichen Wahnsinn wie der Rest der Kolonie verfallen. Erst gestern erzählte er mir, er hätte mit seiner Frau gesprochen. Nur dass Amelia Kein schon seit Jahren tot ist. Mein Proband wird unruhig. Geduld, deine Zeit kommt. Das war's, Isaac. Jetzt musst du nur noch das... Das reicht jetzt. Fügen Sie sich in Ihre Rolle, in Gottes Plan. Empfangen Sie Ihren Untergang. Ausfall der Dienstalten-System auf der Krankenstation. Wer zum Henker war das? Isaac, er hat den Druck auf dem gesamten Deck runtergefahren und ich komme nicht mehr an die Systeme ran. Die gesamte Luft wurde ins All geblasen. Du solltest das auf der Sicherheitsstation wieder online bringen können, aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Oh Gott. Wo muss ich hin? Oh nein, ne? Und den kann man nicht so einfach so wegrennen. Wie soll man das denn zeitlich schaffen, ey? Oh, er ist auch noch da. Wo ist er denn jetzt hin? Okay, lauf, 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 lauf. Ja, klar. Wo müssen wir hin? Das war aber ganz schnell, wa? Sie haben alles, um das Gift herzustellen. Gehen Sie jetzt zurück zum Chemielabor. Was auch immer Sie vorhaben, machen Sie es schnell. Keine
kann hier drin kaum atmen. Ich kann Sie kaum noch hören, Hammond. Ich versuche mal den anderen Kanal. Mist. Ich habe sein Signal verloren. Ich scanne weiter alles nach seinem Standort. Wir brauchen diese Mischung. So, herunterladen eines Energieknotenschema, okay. Shop aktualisiert. Reaper, Brennstoff, Flammenwerfer, Reaper Klinge, Medipack, Mittel. Was denn ein Reaper? Was ist das? Reaper, das ist ein Dings wahrscheinlich und so ein Medipack kaufen uns noch. Also, was ist mit der Reaper? Das ist, glaube ich, so eine Nahkampfwaffe oder was? Industriesäge mit Fernsteuerung. Ich weiß nicht so recht. Also, bis jetzt fühlte ich mich wohl, wenn wir aus der Ferne gekämpft haben. Sehr gut. Oh, bist du bescheuert? Ich habe noch mehr Informationen über die Atmosphäre. Der Bericht eines Überlebenden sagt aus, dass eine gewaltige Kreatur über die Hydrostation ins Schiff eingedrungen ist. Von da an lief die Luftqualität nach. Der Überlebende nannte sie Leviathan. Wie hat er sie genannt? Soll ich hier überhaupt wieder hin müssen? Das ist einfach eine Frechheit. Rein, okay. Okay. Ah ja. Genau so war es. Anfrage wird bearbeitet. Bitte warten. Finalmischung beendet. Bitte Kapsel entnehmen. Hoffen wir mal, dass das Gift wirkt. Geh zurück zur Monorail-Station und dann so schnell wie möglich hoch zu den Hydrokulturen. Ich habe immer noch keine Antwort von Hammond, also sei vorsichtig. Keine Ahnung, wie verseucht das Deck ist. Ich fange an, Ihre Einstellung zu bewundern, so deplatziert sie auch sein mag. Ich glaube, Sie sollten ihn sehen, den ganzen Plan. Sie sollten das kollektive Bewusstsein nicht verschmähen. Sie verdienen es, zumindest Zeuge zu werden. Okay, danke. Aber verzichte. Wo sollen wir hin? Oh, dadurch. Lass uns mal speichern eben. Rup. Rup. Okay, wir dürften mittlerweile ja genügend. Gerne mit. Momentan so viele Munition. Hat das was zu bedeuten? Das ist nochmal Credits oder sowas, ne? Ah ja. Wenn das Fettsack für mich kommt. Ey. Jetzt verstehen. Mein Werk muss fortgesetzt werden. Wird fortgesetzt werden. Ich, Dr. Chalice Mercer, werde als Katalysator zur Rettung unserer Spezies dienen. Diese Exemplare werden mit mir zur Erde zurückkehren und ihre göttliche Pracht auf den ganzen Planeten verbreiten. Ja, der verrückte Professor eben, Alter. Wollt ihr die jetzt hier alle auslassen, oder was? Das ist jetzt meine Schöpfung. Fügen Sie sich dem Unausweichlichen. Yes.
Kann ich hier durch? Kann ich die Dinger Türen öffnen? Da Türe schon. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Wir müssen nicht versuchen, da reinzukriegen. Wenn das Ding in die Beine wegschießen. Wo ist der? Oh. Ah, nachladen! Warum ist das Ding nicht nachgeladen? Verdammt! Schnell. Nein, komm. Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Da. Gefrierphase erfolgreich beendet. Patient wird transportiert. Boah, nice. Hoffentlich war das Letzte, was wir von diesem Ding gesehen haben. Ich konnte Mercers Sicherung umgehen. In deiner Nähe ist eine kleinere Monorail-Station, die dich zu den Hydrokulturen bringen wird. Hoffentlich reicht uns die Zeit. Ja, damit wollte er die ja dann nachher in die... auf die Erde bringen hier, die Jungs, wa? Die Aliens. Eingefroren und dann da rauslassen. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Okay. Puh, war das anstrengend, was? Sehr gut. Aber ich glaube, der Schreck hat noch kein Ende. Ich glaube, der kommt wieder raus. Der so lange gegangen ist, sehr verdächtig. Ach nee, das ist einfach die Monorail. Okay, oh, Gott sei Dank. Was? Gott sei Dank. Oh. Okay. Aufgabe erfüllt. Oh, Kinderstor. Kapitel 5. Tödliche Hingabe. Abgeschlossen. Mein Gott, die Kapitel, die kapitalisieren aber auch ganz schön, ne? Wie viele Kapitel gibt es eigentlich? So, einmal annehmen. Und überschreiben. So, meine Kinderchen, das war's wieder für heute. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Reinschalten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.